Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich die Torte zu dem Deadpool Cake Topper gemacht habe. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe einmal einen Wunderkuchen gebacken. Wundert euch nicht, dass der so dunkel ist, denn ich habe da anstatt Milch Bananensaft genommen und den einfach mit Buttercreme eingestrichen. Und ich habe auch nur 2 Lagen gemacht, weil spontan Leute abgesagt haben und dann 3 Etagen zu viel gewesen wären. Also habe ich dann die 2 Etagen direkt 2-mal eingestrichen und habe die dann direkt ab in die Kühlung gestellt. In der Zwischenzeit, wo der Kuchen dann ausgekühlt ist oder gekühlt hat, habe ich mir etwas grauen Fondant genommen und den dick, ziemlich dick ausgerollt. Kann ich gar nicht sagen, wie viel Zentimeter das waren. Das war auf jeden Fall sehr dick und habe mir dann da einmal so eine Pistole ausgezeichnet, draufgezeichnet und die dann mit einem Marzipanmesser ausgeschnitten. Den rohen Schnitt habe ich mir dann einfach zurechtgeformt mit meinem Tool und ein bisschen mit den Händen und habe dann halt auch den Abzug da halt so ein Loch reingemacht und habe das Ganze ja so mir zurechtgeformt, dass mir das zum Schluss gefallen hat und das aussah wie eine Pistole. Und den Griff habe ich dann wieder mit dem Messer so ja Raffungen reingedrückt und die ganze Pistole dann schwarz angemalt. Und da Deadpool ja 2 Pistolen hat, habe ich das Ganze natürlich auch ein zweites Mal gemacht und die Pistolen beiseite gelegt zum Trocknen. Und dann gehen wir auch schon zum Eindecken. Nachdem die Torte richtig schön kalt geworden ist, habe ich das Ganze eingedeckt. Ich habe jetzt hier immer Handschuhe an, weil ich mir richtig, richtig übel den Fingernagel umgeschlagen habe und das richtig weht hat und geblutet hat wie sonst noch was. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, mit diesen Latex-Handschuhen eine Torte einzuschlagen, fand ich persönlich jetzt nicht gerade sehr einfach. Aber es hat ja doch irgendwie unterm Strich geklappt. Ich musste nur irgendwie sehr viel glätten. Und nach dem Glätten ging es dann auch schon ans Bestücken. Da habe ich dann einmal nur noch den Cake-Topper oben drauf gesetzt und die Pistolen mir da so hingelegt, wie ich die gerne hätte. Dann habe ich mir noch ein bisschen grauen Fondant dünn ausgerollt, also wirklich recht dünn, und habe da so, ja, so Sterne draus geschnitten oder ihr könnt auch Kreise nehmen oder halt wie so Sprechblasen, Explosionen, so wie diese Comics das alles immer so zeigen. Das habe ich mir einfach mehrere davon ausgeschnitten und die so ein paar Minuten trocknen lassen und dann mit einem Lebensmittelstift beschriftet. Ihr könnt natürlich draufschreiben, was ihr möchtet. Ich habe jetzt hier so ein paar klassische Sprüche von Deadpool genommen und dann auch noch ein Happy Birthday und das Alter von meinem Sohn genommen. Aber da könnt ihr euch natürlich komplett austoben und nehmen, was ihr möchtet. Ja, die habe ich dann auch nur noch aufgeklebt auf die Torte und das alles schön platziert. Und schon war unsere Deadpool-Torte fertig. Bis auf den Cake-Topper ging das eigentlich alles sehr schnell. Der Cake-Topper hat von allen am längsten gedauert. Deswegen habe ich auch 2 Teile daraus gemacht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.